Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Mertens, Ihr Schweigen bringt uns nicht weiter. Komm, Julia. Vielleicht kann Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Später, später. Hm? Machst du das her? Nein. Nicht schwitzen hier. Hör mal. Ich verwalte das Geld. Du machst dich jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh dich an, komm, zack. Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Das ist egal. Hier, ist für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich sehe aus wie... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau. Stell dich mal nicht so an. Vielleicht fällt's auf. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure.